Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Und heute geht es darum, wie ihr möglichst viel Einfluss durch Gesetze in eurem Königreich bekommt. Los geht's. Als erstes geht ihr natürlich in den Reiter Königreich und dann auf Gesetze. Ihr solltet tatsächlich auch schon ein bisschen Einfluss haben, um die Gesetze dann natürlich zu verabschieden. Macht das auch am besten früh in eurem Königreich und nicht spät, wenn eure anderen Vasallen, die anderen Clans eventuell dagegen sind. Es gibt insgesamt 12 Gesetze, die euren Einfluss tatsächlich ordentlich boosten können. Und die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Als erstes gibt es den Senat. Da erhalten alle Rang 3 und höher Clans einfach 0,5 Einfluss pro Tag. Und solltet ihr niedrigere Clans in eure Armee einladen, kostet das zwar 10% mehr, aber ganz ehrlich, normalerweise habt ihr nicht Rang 1 und Rang 2 Clans in eurem Königreich. Von daher einfach mal 0,5 mehr für jeden, auch für die anderen Clans. Bei verehrter Hoheit ist es so, dass ihr 3 Einfluss pro Tag bekommt, das ist wahrscheinlich das beste Gesetz überhaupt, und die anderen Clans verlieren auch 0,5 Einfluss. Tatsächlich ist es sehr gut, wenn andere Clans auch ein bisschen Einfluss verlieren, damit ihr dann in Relation vor allem nochmal mehr habt. Bei königlichem Privileg ist es auch so, dass wenn ihr die anderen überstimmen wollt, 20% weniger Einfluss bezahlt. Also hier auch wieder relativ gesehen ein sehr gutes Gesetz. Bei königliche Wache verlieren einfach die anderen Clans nochmal 0,2 Einfluss. Und ich meine, hey, ihr kriegt 60 Truppgröße dazu, also go for it. Land im Besitz der Armen ist sehr gut, wenn ihr einem Clan ein Lehen wegnehmen wollt und einem anderen Clan geben wollt. Das kostet eine Menge Einfluss und hier zahlt ihr einfach mal gleich 50% weniger. Also hier auch wieder auf indirektem Wege habt ihr mehr Einfluss. Bei Leibeigenschaft ist es so, dass ihr einfach durch Dörfer, die ihr besitzt, nochmal ein bisschen Einfluss bekommt, nämlich 0,2 pro Dorf, also pro Tag. Und die Städte erhalten tatsächlich ein Sicherheit, aber verlieren eine Miliz. Das ist die Frage, ob ihr das haben wollt, ob sich das für euch lohnt, denn die 0,2 Einfluss sind jetzt nicht so viel. Geheimrat des Fürsten ist auch nochmal interessant. Hier ist es so, dass jeder 0,5 Einfluss bekommt ab Clanrang 5. Und hier sind jetzt die Einflusskosten nochmal für alle niedrigeren Clanränge um 20% erhöht. Das heißt, schon auch bei Clan 3 und 4 habt ihr deutlich höhere Kosten. Deswegen ist das Geheimrat des Fürsten tatsächlich dann eher schlechter als der Senat, weil es natürlich mehr Rang 3 und 4 Clans noch gibt als 1 und 2 in eurem Königreich. Davon gehe ich mal aus. Söldner des Königs ist gut, wenn ihr Söldner habt, weil er dann durch die mehr Einfluss bekommt. Aber es ist auch wieder gut in der Hinsicht, dass die anderen Clans einfach weniger Einfluss aus Schlachten bekommen. Bei Gesetzessprecher ist es so, dass wenn ihr eine hohe Ausstrahlung habt, dafür belohnt werdet mit einem Einfluss pro Tag. Wenn nicht, dann nicht. Also ihr solltet das Gesetz einfach nur dann nehmen, wenn ihr eben auch eine hohe Ausstrahlung, also einen hohen Charmewert habt. Königliche Aufträge ist wieder mal eins von diesen königlichen Gesetzen, die extrem gut für den König sind. Hier ist es so, ihr müsst einfach mal gleich 30% weniger Einflusskosten für eure Armeeerstellung zahlen. Zusätzlich ist es auch so, dass der Zusammenhalt besser ist und die anderen zahlen auch nochmal mehr für ihre Armeen. Also hier gleichzeitig euch gepusht und die anderen Clans auch noch nach unten gedrückt, was will man mehr? Militärische Koronei. Da bekommt ihr 20% mehr Einfluss durch militärische Erfolge, aber Truppensold steigt um 10%. Ja, diese 20% mehr Einfluss geht natürlich auf jeden, auch auf die anderen Clans. Hängt jetzt so ein bisschen von euch ab, wie viel Kohle ihr habt. Wenn ihr halt in Geld schwimmt, dann macht's halt. Und zuletzt gibt es noch den Volksrat. Dort kriegt der herrschende Clan von dem Lehen entsprechend für jeden Honoratior 0,1 Einfluss pro Tag. Ist jetzt auch nicht viel. Und dafür 5% Steuern aufzugeben, ich weiß nicht, ist jetzt nicht mein Favorit. Aber was ihr auf jeden Fall haben solltet, sind diese königlichen Gesetze und verehrte Hoheit ist im Prinzip das Allerbeste. Das sind alle Gesetze, die den Einfluss ordentlich nach oben pushen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.